Grüß euch meine Freunde und willkommen zu einem neuen Fortnite-Video und heute sprechen wir kurz über das neue, super witzige Item, die Boogie Bomb. Ach, das sind aber auf jeden Fall... Ah, ich hab den Boogie Bomb! Digga, ich hab eine Boogie Bomb! Haha, die stand's auch! Ey, ich kann nichts machen! Ey, Hilfe! Oh mein Gott! Ey, bleib stehen! Oh mein Gott, ich hab die Boogie Bomb auf mich und auf ihn geworfen. Und wir waren alle, tanzen beide, oder? Ja, wir waren beide am Tanzen. Oh, wie geil ist das denn, ey? Ein Spaß-Item mit einem, naja, wie soll man sagen, immensen Impact auf das Game. Im Grunde ist die Boogie Bomb keine Stun, sondern eine Silence-Granate. Der Gegner oder jeder, der davon getroffen wird, also man selbst auch, tanzt einfach für 10 Sekunden und kann nichts anderes in der Zeit benutzen. Weder bauen noch angreifen, nur herumlaufen und eben tanzen. Das Problem ist, es sind verdammt nochmal 10 Sekunden und der Effekt hört nicht auf, wenn man Schaden nimmt. Und die Granate hat kein typisches Verhalten wie eine normale Granate. Das heißt, dass die Boogie Bomb sofort explodiert, sobald sie auf den Boden aufkommt. Das heißt, man kann nicht ausweichen oder wie bei herkömmlichen Granaten schnell davon weglaufen, bevor diese hochgeht. Hier ein kleiner Ausschnitt von dem Streamer Ninja, wie krass die Bombe sein kann, wobei man dazu sagen muss, dass Ninja allgemein einfach komplett von einem anderen Planeten ist, was dieses Game angeht. Where'd he go? Did you get him? Or is that him inside? He's running, dude. He's running. Where you going, little buddy? Oh my god! I get the floss off on the outside too. I open the window to watch. Dude. Die Boogie Bomb ist super selten. Sie kann nur in Schatztruhen oder Airdrops gefunden werden und selbst dann bekommt ihr meistens nur eine einzige. Aber der Impact der Boogie Bomb ist so immens, dass es mittlerweile sogar eine Petition auf Reddit gibt, diese aus dem Spiel wieder zu entfernen oder zumindest abzuschwächen. Mit 1800 Upvotes ist dieser Beitrag ganz weit oben auf der Fortnite Battle Royale Subreddit Seite und sorgt tatsächlich für ein riesen Gesprächsthema. Ich persönlich finde die Bombe mega witzig und spaßig, wobei man wirklich sagen muss, dass wenn sie sitzt, man Free Kills dadurch hat. Was haltet ihr davon? Und wenn ihr bereits Erfahrungen damit gemacht habt, wie war diese? Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen und wir hören uns im nächsten Video. Über ein Abo und Like würde ich mich natürlich sehr freuen. Passt auf euch auf, euer Oleg. Haut rein!